Krem Hepp ist im Studio. Schönen guten Morgen. Ich kriege ja zu allen Gästen so eine kleine Information. Und dann stand bei dir, dass du wohl der Erste bist, der für die Stadt Dortmund im Auftrag für die kommende Euro eine NFT-Kollektion aufgelegt hast. Und dann habe ich dann an der Stelle gesagt, eine was-Kollektion? Mode habe ich noch nie gehört. Das habe ich Daniele gerade gefragt. Er sagte, doch, klar, kenne ich. War mal richtig in, verschwand wieder ein bisschen, scheint wieder richtig in zu werden. Ich habe überlegt, ich bereite mich gar nicht vor. Ich bin ja zum Fragenstellen da. Was ist bitte eine NFT-Kollektion? Gut, können wir es kompliziert machen oder einfach? Einfach. Genau, die einfachste Variante ist für mich. Ja, sehr gut. Die einfachste Variante ist die schönste. NFT ist einfach die Technologie. Die können wir eigentlich auch komplett wieder vergessen. Wir können gleich darüber reden, warum wir es trotzdem NFT-Kollektion auch nennen. Es sind in unserem Fall sind es digitale Sammelbilder. Wie die Panini-Bilder früher. Du kannst sie tauschen online, du kannst sie handeln oder kannst auch verkaufen, wenn jemand findest, der dir was dafür gibt. Oder halt einfach sammeln, was die Intention ist. Und wir wollten uns da, oder uns, die Stadt Dortmund wollte sich damit natürlich auch so ein bisschen technologisch präsentieren, was wir hier schaffen am IT-Standort. Und daraus ist eben diese NFT-Kollektion gekommen. Moment, von jedem Fußballer der Euro gibt es ein Bildchen. Nee, das dürfen wir leider nicht. Ich glaube, da spielen die Rechteinhaber nicht mit. Wir haben aber den Roman Weidenfeller und die Annike Kran dabei als Botschafter der Euro in Dortmund. Und sonst haben wir ganz viele Dortmunder Wahrzeichen. Wir haben auch das fliegende Nashorn dabei. Noch ein paar Überraschungen. Aber du kannst dir das so vorstellen wie so ein Panini-Bild. Da ist eine Figur drauf, die ist einzigartig. Die ändert sich halt auch immer. Die kreierst du und andere, ja? Die kreiert praktisch, die kreiert der Computer oder die Blockchain, ist schon wieder sehr technisch, in dem Moment, wenn du sagst, ich hole mir jetzt eins. Ach so, das Bild entsteht dann erst sozusagen. Ganz genau, es gibt natürlich ein paar Vorgaben, also wir geben praktisch halt vor, was ist das für ein Gesicht, was ist das für ein Charakter, was ist das für ein Hintergrund? Das Dortmunder U ist zum Beispiel auch dabei. Ist da vielleicht auch noch zusätzlich das Stadion mit drauf? Hat die Figur was in der Hand? Dafür gibt es auch hinterher dann noch, das Fachbegriff ist Utility. Du kannst es praktisch einlösen. Beste Beispiel jetzt, sagen wir einfach, Dortmund Bierstadt hat ein Bierglas in der Hand. Da ist sehr wahrscheinlich, dass du dann ein Bier hinter dir da holen kannst, wenn du am Spieltag in der Stadt bist. Das kommt davon, wenn ich mich jetzt ja noch nicht eingegroovt habe in dieses ganze Thema. Wie würde ich anfangen? Ich würde mich an so einem Computer setzen und da gebe ich irgendwas ein und sage, liefer mir NFT Dortmund. Nein, wie finde ich was? Nee, es gibt eine Landingpage auf der Stadt Dortmund-Seite, also auf dortmund.de gibt es extra eine Seite, wo auch die ganzen Links drin sind, weil wir auch nicht eine Kollektion haben. Wir haben 8 Kollektionen, weil wir haben 7 Nationen, die bei uns spielen. Und Deutschland noch dazu, 8 Kollektionen, 1250 Stück pro Kollektion, insgesamt 10.000. Das ist auch so eine klassische Zahl, die in diesem Bereich gerne benutzt wird, immer 10.000er Kollektionen. Mhm. Genau, du suchst dir die Kollektion aus, die du haben möchtest. Beispielsweise, du möchtest Deutschland haben, dann gibt es einen Link, du gehst drauf und dann, Fachbegriff ist Minten. Du erstellst es dann halt, indem du es dann nicht kaufst, in dem Moment, es wird verschenkt, es gibt aber Gebühren, also musst ein bisschen was bezahlen und dann wird es erstellt und dann hast du es. Um das zu machen, brauchst du aber ein Wallet und ein bisschen Ethereum, eine Kryptowährung. Und du bist nämlich auch nicht unsere Zielgruppe. Jetzt steigst du aus. Jetzt habe ich es begriffen. Jetzt bist du dran. Also, jetzt bin ich drin, ja. Genau, du bist nicht unsere Zielgruppe, aber wir haben auch so einen kleinen Onboarding-Bereich auf der Landingpage, wo man sagt, wenn du wirklich Bock drauf hast und diese extra Meile gehen möchtest und das haben willst, dann erklärt dir das jemand. Mhm. Und ansonsten suchst du einfach einen, der es dir erklärt. Ich meine, ist ja schön, dass du so ehrlich bist, ich sagst, der alte weiße Mann ist jetzt nicht die Zielgruppe, der es noch nicht verstanden hat. Aber das stimmt ja nicht, ich bin ja auch hier. Beispiel vom alten weißen Mann. Nein, aber für die Affinen, also es macht denen mehr Spaß, die auch da ein bisschen computeraffin sind und die schon wissen, wie eine NFT-Kollektion funktioniert, welches in der Vergangenheit gab. Und die erweitern sozusagen ihr Panini-Album und verschenken und verleihen und verkaufen, wie auch immer. Ist eine Spaßsache oder ist es eine Kunstsache? Das ist beides. Das kommt auch wieder auf die Sicht des Sammlers oder auch Investors an, wie man es sehen möchte. Der eine sieht so, der andere so. Also da gibt es keine Vorschrift oder sonst was. Und der Punkt ist, ja, wir wenden uns schon an IT-affine Leute oder Web3-affine Leute in den einzelnen Ländern aber dann auch.
also in Polen zum Beispiel, wo die ja auch hier spielen. Das vermarkten wir auch in die Länder rein, um im Endeffekt auch so eine Brücke zu schlagen. Dortmund, IT-Stadt, an IT-affine Leute entsprechend und was da passiert. Das heißt, es ist in Dortmund kreiert, aber ihr glaubt und hofft und verbreitet es so, dass die Welt darauf zugreift, ja? Menschen in aller Welt. Genau, und das machen das macht die Welt schon. Also wir haben halt, man kann es nur bedingt immer nachvollziehen, wenn alles, was, sag ich mal, auch auf der Blockchain ist, ist zum Teil anonym. Manchmal kann man es aber nachvollziehen, aber wir haben jetzt schon Menschen, 100% aus der ganzen Welt, die sich eins geholt haben. Ich überlege gerade, wenn ich dir am Anfang gesagt hätte, mach's kompliziert, was dann dabei rausgekommen wäre an der Stelle. Wenn du in der U-Bahn sitzt in Dortmund, in der Stadtbahn, hast zwei Stationen Zeit, jemandem das zu erklären. Sagst du ihm gleich, kann ich nicht erklären, NFT ist zu kompliziert. Lass es dir von Sohnemann oder Tochter erklären. Dann frage ich eigentlich, weißt du, was ein Wallet ist? Wenn er sagt, er weiß nicht, was ein Wallet ist, dann sage ich, okay, lass es dir von deinem Sohn erklären oder lest dich ein. Gib dem Link gleich mit. Aber das mit dem Panini-Heft finde ich ja ganz gut. Ich meine, Panini-Heft sind ja für einige, die sie gesammelt haben, ja jetzt auch, keine Ahnung, wie viel 1000 Euro wert, die sie halt in den 90ern zugeklebt haben. Dann später gaben Pokémon-Karten. Und diese NFTs sind ja auch Unikate, oder nicht? Sind die denn jetzt schon freigeschaltet? Wenn ihr sagt, ihr habt 10.000 von den Unikaten jetzt für die Euro, sind die jetzt schon freigeschaltet für Dortmund? Also kann ich jetzt sozusagen Italien, wäre ich jetzt Italien-Fan, will das Dortmunder U in Italien-Farben haben, kann ich mir das jetzt schon direkt bei euch holen? Also es sind alle freigeschaltet, in dem Sinne, du kannst dir jedes Land holen, du weißt aber nicht, was du bekommst. Ah, okay. Das ist halt wie das virtuelle Tüte aufreißen und dann mal gucken, was drin ist. Also wie und wenn du das Dorf und der U haben willst und du hast es nicht, du hast es aber, dann könnt ihr digital auf der Blockchain auch tauschen. Ah, da, so wird ein Schuh raus jetzt einfach, dass nicht nur das Erwerben ist, sondern auch, dass sie sich überraschen lassen, was ist drin im Ü-Ei, ja? Genau, was ist drin im Tütchen, im digitalen Tütchen. Sehr schön. Ich habe mir Wallet notiert. Ich werde heute Nachmittag rumfragen zu Hause im jüngeren Bekanntenkreis, was das ist, wie das funktioniert. Aber ich glaube, die Einladung ist ausgesprochen. Für die, die sich damit auskennen, die werden es finden auf der Dortmund-Seite der Stadt Dortmund. Habe ich gerade nicht zugehört. Gibt es das jetzt schon oder gibt es einen Startpunkt zu? Nee, es gibt es seit ein paar Tagen. Und entweder so lange, wie der Vorrat reicht, also wenn alle digitalen Tütchen weg sind, ist es vorbei. Oder wir stoppen es an irgendeinem Punkt, wo wir noch definieren müssen, ist das der Beginn der EM oder vielleicht das Ende der EM. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Achim Hepp, ganz lieben Dank für Auskunft geben. Ich bin wesentlich schlauer, aber noch nicht drin. Ich glaube, so müsste ich das ehrlich zugeben an der Stelle. Ist eine realistische Einschätzung, glaube ich, aber ich glaube, das schaffst du auch. Gut, dank dir. Lieben Dank fürs Kreieren und für alle, die an sowas Spaß haben, dass du ihnen den Spaß bietest an der Stelle. Ja, sehr gerne.